Hi Leute, willkommen zu unserem Podcast. Wir beschäftigen uns heute mit der BRD sowie auch der DDR. Um genau zu sein, über Proteste, die stattgefunden haben. Genau, dann fange ich mal direkt an. Ich werde über die BRD reden und Liridon über die DDR. Zu der BRD gehören die amerikanische, britische und französische Besatzungszonen. Seit 1966 regierten die CDU und die SPD. Die Regierung wurde deswegen von Bundeskanzler Kiesinger von der CDU und dem Außenminister Brandt von der SPD geleitet. Durch diese starke Koalition war eine wirkungsvolle Oppositionsarbeit nicht möglich. Kritik sowie auch Proteste gegen die Regierungspolitik verlagerten sich deshalb vom Parlament auf die Straße. In vielen Städten demonstrierten Schüler und Studenten gegen die USA und den derzeitigen Vietnamkrieg. Haben die Schüler und Studenten gemeinsam protestiert oder war jeder auf einer Weise auf sich allein gestellt? Die Schüler und Studenten haben gemeinsam protestiert und sie nannten sich die außerparlamentarische Opposition und in Kurzform APO oder halt APO. Das heißt, erstens Red. Diese Opposition warf der Bevölkerung vor, dass sie nur an den Wohlstand und Konsum dachten, nur Altergebrachtes für gut und richtig hielt, neue Ideen ablehnte und die Zeit des NS nicht angemessen aufarbeitete, sondern verdrängte. Die Proteste fingen an, sich auszuweiten. Warum genau weiteten sich die Proteste aus? Der Grund dafür war, dass ein Student namens Benno Ohnesorg im Juni 1967 erschossen wurde. Warum wurde er erschossen? Weil er an einer Demonstration gegen Reza Pahlavi, den Schah von Persien, teilnahm. Erschossen wurde er von einem Polizisten. Eine kleine radikale Gruppe spaltete sich 1970 von der APO ab. Sie nannte sich die Rote Armee-Fraktion, die RAF oder RAF. Diese übte 1968 Brandanschläge auf Krankenhäuser in Frankfurt und anderen Großstädten aus. In den 90er Jahren sind bei mehreren Terroranschlägen insgesamt 34 Menschen gestorben. Weiß man, welche Menschen genau gestorben sind? Ja, darunter waren Leute wie der Arbeitgeberpräsident Hans-Martin Schleyer, die Bankiers Jürgen Ponto und Alfred Herrhausen, sowie auch Generalbundesanwalt Siegfried Buback. Das war alles, was ich zu den Protesten in der BRD gefunden habe. Jetzt werde ich euch etwas über die DDR erzählen. Zu der DDR gehört die sowjetische Besatzungszone. Seit der 1960er waren die DDR und die SED hart gegenüber alle, die das DDR-System kritisieren. Kritische Schriftsteller wurden scharf angegriffen, missliebige Künstler wurden mit Auftritts- und Ausreiseverboten belegt oder ausgewiesen und Wissenschaftler, die den Staat kritisieren, bekamen Lehr- und Berufsverbot, sowie auch Hausarrest. Kannst du über jemanden reden, der gegen der DDR kritisch vorging? Ja, ein kritischer Wissenschaftler namens Robert Helfman war Professor für Chemie an der Humboldt-Universität in Berlin. Schon in den 50er Jahren war er durch Kritik aufgefallen, als er im Wintersemester 1963 eine systemkritische Vorlesungsreihe über naturwissenschaftliche Aspekte philosophischer Probleme hielt, wurde ihm Lehr- und schließlich Berufsverbot erteilt und wurde aus der SED ausgeschlossen. Diese Isolierung der Kritiker war gängige Praxis in der SED. Die Regierung glaubte auf dieser Weise die Dissidenten mundtot zu machen und die Verbreitung ihrer Ideen zu verhindern, jedoch war dieser nicht der Fall. Aussteiger und Punker, Umweltschützer und Friedensfreunde rebellierten gegen das System und verunsicherten die Staatspartei durch locker alternativen Existenz und durch Forderungen nach einer anderen Politik. Und das war das, was ich zu der DDR gefunden habe. So Leute, das war unser Podcast zum Thema Proteste in der BRD und DDR. Wir hoffen, euch hat dieser Podcast gefallen und außerdem hoffen wir, dass ihr etwas dazu gelernt habt.